Ja, sauber. Und es klappt tatsächlich. Also, schöne Köderkombination, relativ bekannter Spot auch schon hier am Kupfersee und die Fische ballern rein. Jetzt ist bloß die Frage, bekomme ich mit übertrieben großen Boilies und Haken auch noch richtig dicke Brocken raus? Ja, das ist natürlich sensationell. Der Devilus hatte mich angeschrieben und hatte gemeint, allen Kuba hier, was ich hier alles rausgezogen habe an dem Spot und mit der Köderkombi und wie das läuft. Ein dicken C2 Super Freak nach dem anderen hat er gezogen. Und ich würde sagen, ja, C2 Super Freak ballert hier tatsächlich rein, der Punk. Richtig, richtig, richtig cool. Also, die gehen hier schon ganz gut. Und ich teste natürlich gerade mit etwas übertriebenem Setup und etwas übertriebenen Haken, Boilies und so weiter. Das Ganze hatte er getestet und mir auch gepostet und gezeigt mit kleineren Boilies und einem Einserhaken. Also so, wie man es normal macht, was ja auch vernünftig ist. Vernünftige Frequenz, vernünftig große Fische und ja, auch da ballern immer mal wieder große Brocken rein. Heißt also, wenn du hier dich hinstellst und sagst, komm, ich mach mal schön den Kescher voll, ich will auch mal ein bisschen Cash machen, dann das Setup nicht so bauen, wie ich das hier baue. Ich zeige dir gleich nochmal die Alternative sozusagen. Ich bin jetzt hier und versuche mit einer niedrigen Frequenz vielleicht einfach mal einen richtig dicken, fetten C2 Super Freak zu fangen. Also komplett übertrieben. Vielleicht ballert ja mal die Trophy rein. Wäre ja nicht so schlecht. Das jetzt gerade mein Ansatz hier. Das Schöne ist, der Fisch ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist ja das A und O. Dann kann man das natürlich auch testen und tatsächlich auch relativ gezielt, würde ich sagen. Jetzt hier in der kurzen Zeit, in der Nacht jetzt hier gerade angefangen und es fing halt, ja, eindeutig an mit dem C2 Super Freak. 5 Kilo, 7 Kilo, aber auch mal einer mit 3 und 4 Kilo dabei bis jetzt. Also soweit schon mal ganz okay. Und wie gerade schon gesagt, diese Gewichtsklassen kriegt man auch durchaus eben hin mit einem 1er Haken und mit diesen kleineren Boilies. Wir gucken uns gleich zwei Setups einfach im Detail an. Bisschen unterschiedlich und dementsprechend kannst du dann entscheiden, willst du auf Masse gehen, willst du ein bisschen Cash machen oder willst du auch einfach warten und hoffen, dass da die eine wirklich dicke, fette Trophy reingeht. Ja, von der Position her war das jetzt ja, ja, ich würde sagen, so die letzten zwei Wochen, drei Wochen immer mal wieder eine Stelle, die ganz gut funktioniert. 44, 33, jetzt hier in dem Fall 12 Meter weit rausgeworfen. Funktioniert hervorragend. Ich gucke nochmal eben kurz auf die Map. So, nochmal schön positionieren. Da werfen wir hin. Ja, jetzt sieht man das auch, ne? Also direkt hier unten auf 12 Meter weit raus in diese Area. Wir haben immer noch nach wie vor normales Wetter bzw. normale Wassertemperatur. Auch das ist natürlich immer essentiell. Heißt also, sollte sich das jetzt in den nächsten Tagen vielleicht mal wieder ändern und es ist nicht mehr normal, dann ist natürlich auch der Spot so wahrscheinlich nicht mehr aktiv. Oder mit einer anderen Köderkombi oder ja, einfach einen anderen Spot suchen. Also wir gucken jetzt einfach mal eben rein. Das hier ist das erste Setup. Ich würde sagen, so nichts Besonderes. Ich bin hier mit der Feeder unterwegs, mit der Royal Feeder mit dem plus 10%, mit der Evia 6000. Übrigens das erste Mal repariert das Teil. Allerdings nur hier die Bremse repariert. Und ansonsten passt das alles noch. Öl mache ich später erst, wenn ich so bei ungefähr 15% bin. Dann werde ich hier auch mal das Öl nachfüllen. Werde hier einen Mittelklasse-Öl wahrscheinlich verwenden. So ein, ja, es gibt bei den verschiedenen Ölfirmen immer eins, was so in diesem Medium-Bereich unterwegs ist. Das werde ich dann dafür nutzen. Genau, damit das Getriebe auch nicht so weit runter verschleißt und das Kugellager so weit Verlust hat. Also wenn das Öl so bei ungefähr 15% ist, dann mal ein besseres Öl drauf tun und dann läuft das schon. Das Beluga-Öl ist allerdings auch schon ein gutes.
Also wir sind ja hier bei Beluga, das heißt, wir sind hier schon in der Top-Kategorie bei den ganzen Rollen jetzt hier speziell bei der Evia. Und das Beluga-Öl ist schon wirklich eine sehr gute Qualität. So, vom Setup ansonsten bin ich hier auch relativ dick unterwegs, 27 Kilo an Vorfachsmaterial. Und das Gesamte auch hier eben so auf 27 Kilo mit dem Leadcore, brauner Untergrund, beziehungsweise Clay und lehmiger Untergrund jetzt hier und dementsprechend Blei und Leadcore gewählt. 1.0er Haken als große und wirklich übertriebene Version. 1.0er und dann eben auch hier 18er und 20er Boilies und Pellets. Pellet 18, Krabbe und Fisch, Boilie, Krabbe und Muschel, soluble, auflösend, nochmal mehr der Kicker, absolut essentiell. Das Ganze hier mit Krabbe und Fisch abgeschmeckt. Futtermische gucken wir uns natürlich gleich auch nochmal an. Na, den nehmen wir doch nochmal eben mit raus. Zack, da geht nochmal gerade einer rein. Oh, 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 sehr schön. Auch den hatte der Devilus mit dabei. Orangi Ogon. Jo, sehr schön. Den nehmen wir natürlich auch so mit. Der darf auch gerne noch weiter rein. Allerdings baue ich jetzt nochmal eben um. Und zwar auf das zweite Setup. Und das ganz klassisch, wie man es kennt, mit einem Einserhaken. Und dann eben auch hier nichts auf Zander, sondern auf Krabbe 14. Dann hier auf Krabbe Muschel 15. Und dann hier Krabbe und Fisch in der Kombination. Und vom PVA, auch da gucken wir gleich nochmal eben rein. Ich glaube, auf der dritten Route ist es noch drauf. Also auch hier wieder, zack, rausgeworfen locker. Und dann hat man das jetzt hier quasi, also das gezeigte Setup für Masse. Wenn man ein bisschen mehr Cash machen will, wenn man ein bisschen mehr Fische fangen will, weil es eben nicht so groß ist. Wie gerade schon gesagt, trotz allem können dicke Brocken reinballern. Und dann letzten Endes heißt es hier natürlich auch noch eine passende Futtermische herstellen. Ich habe das jetzt gerade mal so nachgebaut wie vom Devilus oder so fast so nachgebaut. Ich habe hier einmal noch Krabbe und Muschel Soluble mitverwendet anstatt normal. Denn das hat ja nochmal eine bessere Lockwirkung geschreddert. Maismehl als Basis bin ich eigentlich mittlerweile auch schon ein bisschen von weg. Klappt aber nach wie vor hervorragend. Ich verwende gerade ganz gerne Rapssamen zum Beispiel oder Leinsamen als Basis. Und ansonsten, ja, hier komplett mit Krabbe Feed Pellets. Dann haben wir nochmal Krabbe und Fisch Pellets. Das sind keine Feed Pellets. Das sind richtige Pellets, die auf dem Haken können. Also Krabbe und Fisch Pellet Achter. Also nicht unter Feed Pellets zu finden, sondern groß, relativ große Partikel hier schon. Muschel Feed Pellets Achter auch nochmal. Und Krabbe und Muschel eben hier als Dip. Also hier eine relativ große Futtermische für große Fische. Daher ein bisschen vorsichtig sein mit dem Überfüttern. Wir haben hier 16 Stunden Wirkdauer. Da halt, wie gesagt, nicht zu viel reinballern. Nichtsdestotrotz ist man wahrscheinlich mit 15 bis 20 Bällchen immer noch voll okay unterwegs hier, speziell bei den Kois. Irgendwie fressen die hier wie verrückt. Und die Wirkung ist vielleicht nicht ganz so extrem wie zum Beispiel am Bernie. Na, da blinkt es auch schon wieder. Ja, und es scheint tatsächlich der nächste auch wieder reinzugehen. Gucken wir mal, was da noch alles so reingeht. Hier nochmal ein bisschen stramm ziehen. Hier auch nochmal. Und ist da schon was dran? Ich glaube schon, ne? Ja. Also, bisher noch kein riesengroßer Brocken. Ich bin gespannt, was da eben noch alles geht. Na, die winzigen, die sind auch dabei. Das ist natürlich jetzt ein schöner Vorführeffekt. Dieser winzige auf dem Einserhaken, das ist natürlich auch nicht normal. Das ist schon extrem. So. Und direkt wieder raus und weitermachen. Also, so viel dazu. Ich glaube, das sind alle wichtigen Infos. Wir ziehen jetzt gerade den hier nochmal eben raus. Und dann gucken wir natürlich gerade nochmal kurz rein, was die denn so an Cash bringen, die Fische. Damit man so ungefähr schätzen kann. Na guck, genau die wollen wir. Damit man so ungefähr einschätzen kann, was man denn hier so in einer Stunde macht. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein bisschen länger probieren. Ah, der hat schon ein bisschen Bock. Gucken wir mal. Können wir ihn ausbremsen? Nein, können wir so schnell nicht. Ne, der haut direkt ab. Also ähnlicher
ähnlicher Bremsversuch wie am Nordmeer, wenn er in voller Fahrt ist, versuchen auszubremsen. Aber das ist schon gefährlich. Ja, der hat ein bisschen mehr Bock und das kann... Da lassen wir uns auch einfach die Zeit. So, nichtsdestotrotz mit der neuen Bremse scheint das doch gerade ganz gut noch zu gehen hier. Schön weich, die Kopfschläge, alles was er versucht, federt die Rute ab, federt die Monoschnur ab. Das ist natürlich super praktisch mit der Monoschnur auch immer. Dieser Gummieffekt, super anstrengend für die Fische, damit die auch schneller müde werden. Nochmal wieder versucht, ein bisschen zu bremsen. Ganz, ganz, ganz gefährlich das Ganze. Weil da natürlich ganz schnell auch das Setup abreißen kann. So. Aber ich versuche natürlich jetzt hier auch den Fisch relativ schnell rauszukriegen. Und nicht so auf entspannt. Normal ist hier auch an für sich alles relativ safe. Also wenn die hier nach links abhauen, haben die ja nicht so viele Möglichkeiten wegzugehen. Und von daher kriegt man den auch relativ gut rein. So, komm ran hier. Ja, wenn das schon der große Superfreak ist, das wäre doch schon mal nicht schlecht. So ganz riesig wird er noch nicht sein. Aber wenn er schon mal ein bisschen größer ist, 15 Kilo plus vielleicht, das wäre doch ganz nice. Ja. Immer mal wieder... Noch mal ein bisschen davor gehen und nach vorne ziehen. Jawohl. Sieht man schon? Ne, sieht man noch nicht. Das ist halt einfach das Interessante, ne? Ich will einfach nur wissen, was es ist. Eieieiei, da kommt er so langsam an, der C2 Superfreak. So viel zum Thema mal schnell rausziehen. Das waren jetzt schon mal gut 10 Minuten. Der hatte Bock und der hat auch immer noch ein bisschen Bock. Und ich hoffe, ich kriege ihn jetzt so langsam überzeugt, dass er doch hier in meine Richtung guckt und nicht weiter wegschwimmt. Sieht gerade ganz gut aus. Der hatte ja richtig Bock. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber so soll das sein. So wollen wir den noch haben. 23,4 Kilo. Sie werden größer. Jawollo. Boah, ey. Ja, schönes Ding. Hat sich doch wieder gelohnt hier. Einfach mal wieder ein bisschen übertreiben mit den großen Boilies. Komplett großes Setup. Gucken wir mal schnell hier. Hat sich natürlich auch noch wieder was verirrt. Irgendwas Lüttes. Ich sage dir, wie es ist, ne? Ich bin da gar nicht beim Einserhaken. Vielleicht liegt es aber auch an der übertriebenen Futtermische. Ich muss mir das gleich auf jeden Fall nochmal im Detail angucken. Jetzt gucken wir gerade mal eben schnell ins Café bzw. in den Fischmarkt, was die Fische denn so an Silber bringen. Und dann ja, geht es weiter hier übertrieben groß. Ja, das ist ja das Schöne am Gewässer. Man ist innerhalb von wenigen Minuten schon direkt hier in der Base. Kwolsdorski-Schleie wieder drin, auch nicht schlecht, 1000 Silber. Vielleicht doch nochmal versuchen hier vorne im Nahbereich, so mit Erdbeere oder sowas. Ja, auf jeden Fall mal probieren. Und ansonsten gucken wir mal eben hier rein, nach Preisen sortiert. Ja, der letzte jetzt gerade 106 Silber, 50 Silber. Der Orangiogon auch 36, also das passt doch hier schon. 45 Minuten am Spot, 378 Silber. Ich bin schon ganz zufrieden. Also in der Nacht war ein bisschen weniger los, da waren so die ersten 15 Minuten quasi schon vorbei und dann ging es auf einmal ab. Ja, also wenn man jetzt nicht unbedingt hier vorne zum Beispiel wieder auf würzige Ananas stehen will, soll aber auch funktionieren für den F1 Superfreak, einfach hier vorne in dem Bereich. Übrigens alle Spots auch im Discord verlinkt, beziehungsweise im Discord gepostet, Link zum Discord unterm Video. Ja, dann einfach hier mal auf den C2 Superfreak testen. Dankeschön nochmal an den Devilus fürs Teilen. Sensationell, läuft richtig, richtig gut. Ich werde es hier nochmal auf übertrieben großen Haken und Boilies weiter testen und hoffen, dass ich gleich in den nächsten Drill komme. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.